von der Unterseite der Entenbrust die sogenannte Silberhaut mit einem spitzen Messer entfernen, das überstehende Fett am Rand abschneiden, beiseite legen, die Fetthaut bis aufs Fleisch über Kreuz in Rhomben schneiden, je kleiner desto mehr Fett brät aus, Kartoffeln schälen, längs halbieren und in Scheiben schneiden. 2. Die Entenbrust mit der Fetthaut nach unten in eine warme Pfanne legen, bei mäßiger Hitze, Klammer auf Stufe 3, bei 9 Stufen, Klammer zu, das Fett ausbraten. Es soll möglichst viel herausbraten, nicht bräunen. Die Haut soll knusprig werden, aber nicht verbrennen. Das dauert so Minuten und mehr. 3. In einer zweiten Pfanne das abgeschnittene Randfett ausbraten, die Kartoffelscheiben hineinlegen, bei mittlerer Hitze ohne Wenden anbraten. Nach etwa 5 Minuten die Pfanne zu decken, auf kleinster Stufe garen lassen. 4. Das ausgebratene Entenfett wegkippen. Entenbrust von der anderen Seite 1 bis 2 Minuten heiß anbraten. In Alufolie im Ofen bei 50 warm halten, frühestens nach 2010 Minuten aufschneiden. 3 Minuten später geht auch noch gut. 5 Birne ungeschält vierteln entkernen, fächerförmig aufschneiden. In der Entenbrustpfanne mit je 1 Esslöffel Honig und Balsamico bei mittlerer Hitze anbraten, eventuell etwas Entenfett dazugeben. Alles beim Servieren salzen und pfeffern. Dazu passt Zwiebelkonfit, Klammer auf Seite 203, Klammer zu. Quitten ungeschält vierteln, Kerngehäuse herausschneiden, fächern, schon zu den Bratkartoffeln in die Pfanne geben.